Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute entführe ich euch mal ins Eggegebirge. Wir gehen auf den Gipfel der Lippischen Velmerstod. Schon als Kind war dies immer wieder ein interessanter Ausflug. Unter anderem auch, weil auf der anderen Bergkuppe, die gegenüber lag, eine Raketenabwehrstation war. Und manchmal waren die Hauben offen und man konnte die einzelnen Raketen sehen. Dann erreichten wir die Silbermühle. Hier kann man gemütlich Kaffee trinken, Biergarten genießen und ein kleiner See ist auch dabei. Nur leider war die Silbermühle gerade geschlossen. Damit ihr einmal seht, wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch das einmal von oben anschauen. Einmal schauen, wo es lang geht, und dann ging es auch schon los. Heute bin ich einmal mit meinem Bruder unterwegs. Es gab natürlich auch einen leichteren Weg, aber den hatten wir an diesem Tag nicht genommen. Fast angekommen, nutzen wir die Gelegenheit für eine Luftaufnahme. Und dann haben wir den höchsten Punkt erreicht. Viele Richtungshinweise und ein Blick von oben. Hier ist die preußische Velmerstod zu sehen. Heute steht dort ein Aussichtsturm. Bis 1994 war es militärisches Sperrgebiet. Hier ist eine kleine Schlucht zu sehen, wo man auch nicht unbedingt runterfallen sollte.
Und dann ging es wieder über Stock und Stein nach unten. Dann sind wir wieder unten im Silberbachtal und werfen nochmal einen Blick von oben auf die Silbermühle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.